Wir sind jetzt im Salzburg-Museum in der Ausstellung Erzähl mir Salzburg. Und das ist die erste Ausstellung, wo wir, bei der wir mit leichter Sprache im Museum gearbeitet haben. Also Sie sehen hier jetzt einen Text, vor dem wir stehen, und der ist in leichter Sprache geschrieben. Wichtig ist, leichte Sprache, das sind jetzt nicht nur Texte an der Wand, sondern es ist ein großes Projekt gewesen. Wie diese Texte entstanden sind, gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule, wie wir dann auch überprüft haben, wie diese Texte funktionieren. Das haben wir mit der Fachhochschule gemacht und wir haben es dann auch noch methodisch analysiert mit der Universität Salzburg. Und ganz wichtig, leichte Sprache und diese Texte waren dann auch das Zentrum von einem eigenen Kurs, von einem Deutschkurs. Das Tolle an diesem Sprachkurs ist natürlich, dass man nicht nur Deutsch lernt. Also es war für Menschen, die erst vor kurzem nach Salzburg hierher gekommen sind und Deutsch lernen möchten, wobei sie haben schon das Level A2 haben müssen. Sie sollten aber sozusagen Deutsch lernen und völlig beiläufig lernen sie natürlich durch diese Texte, durch das ganze Thema, das bei diesem Sprachkurs Hauptthema war, nämlich diese Ausstellung über Kultur, über Geschichte, über ganz viel rundherum um Salzburg. Der Kurs hat aber immer auch Wert darauf gelegt, dass sozusagen ein Kulturaustausch ist. Also sie haben auch sehr viel einbringen können, man hat sehr viel über andere Kulturen erfragt, immer im Kontext sozusagen Deutsch lernen anhand der Texte. Und natürlich Kulturaustausch, Kulturvermittlung.